in wahrer Kirche und auch in einer Publikation wahrer Kirche, kann die Wahrheit niemals als zweite Möglichkeit neben der Irrlehre stehen bleiben. Wo die Irrlehre nicht deutlich zurückgewiesen wird, kann die Wahrheit nicht bleiben. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für die Frage, in welcher Kirche oder Gemeinde kann ein Christ bleiben oder nicht. Wo die falsche Lehre nicht in aller Deutlichkeit und Konsequenz zurückgewiesen wird, dort hat der Christ kein Bleiberecht. Es geht jetzt natürlich nicht um Randfragen, wo verständlicherweise auch Diskussionsbedarf unter Umständen besteht, verschiedene Meinungen. Nehmen wir das spannende Thema Zeitpunkt der Entrückung oder andere Fragen. Es gibt viele Fragen, über die man kann man getrost geteilter Meinung sein, verschiedene Erkenntnisse haben. Aber das Zentrum in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben. Da darf es kein Wackeln und kein Vertun geben in diesen klaren Fragen, mit denen der christliche Glaube steht und fällt. Und wo das nicht mehr klar ist, da hat der Christ kein Bleiberecht. Wichtig, Paulus hat nicht nur selbst so gehandelt, er hat dieses Vorgehen auch der christlichen Gemeinde ausdrücklich geboten. Das haben wir als Lesung gehört vor der Predigt. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Worte, die auch in der heutigen Zeit ganz wichtig sind. Wie stimmt Christus überein mit Belial, mit dem Bösen? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Darum geht hinaus von ihnen. Wir sehen, wir haben diesen Appell nicht nur in der Offenbarung 18,4, wir hatten ihn auch im Alten Testament vor zwei Sonntagen gehört, wir haben ihn hier bei Paulus nochmal. Nicht Inklusion, sondern Exklusion ist das Gebot des Herrn für seine Gemeinde. In den Volkskirchen darf längst alles sein. Da sind die größten Gotteslästerer herzlich willkommen, bis in die Kirchenleitungen hinein. Ja, man hat längst sogar den Eindruck, je gotteslästerlicher, umso größer die Aufstiegschancen. In den Freikirchen und freien Gemeinden ist es leider vielfach nicht mehr anders. Für die Gemeinde Jesu aber gilt, geht hinaus von solchen, sondert euch ab. Gott sagt uns in seinem Wort ganz eindeutig, wie mit Irrlehre und Ungehorsam umzugehen ist. Der Irrlehrer oder Ungehorsame soll zuerst zurechtgewiesen werden mit dem Ziel, ihn zu gewinnen, dass er von seinem falschen Weg lässt und zur rechten Lehre und zum rechten Leben mit Jesus zurückfindet. Hält er aber unbußfertig an falscher Lehre oder Sünde fest, dann ist er aus der Gemeinde auszuschließen und wie ein Heide und Zöllner zu halten. Also wie jemand, der nichts mit der Gemeinde zu tun hat. So ordnet es Jesus selbst, Matthäus 18, Vers 17. Besonders falscher Lehre ist dabei entschiedenster Widerstand entgegenzusetzen. Denn sie gefährdet nicht nur Einzelne, sie zerstört das Fundament der ganzen Gemeinde und kann viele zur Verdammnis führen. Und deshalb schreibt Paulus außerordentlich scharf in Galater 1, Vers 8, wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden als das, welches wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Eines der schärfsten Worte im Neuen Testament. Der sei verflucht. Nehmen wir doch diese klare und unmissverständliche Aussage ernst im Blick auf die vielen falschen Lehren und Lehrer, die heute in Kirche und Gemeinden ein anderes Evangelium predigen. Sie stehen unter dem Fluch Gottes. So sagt es Paulus, sagt nicht ich, so sagt es das Wort Gottes selber. Sie stehen unter dem Fluch Gottes. Und wollen wir tatsächlich an ihrer Seite mit unter dem Fluch Gottes stehen? Leider gilt das aufgrund des unzähligen Wirkens von Michael Diener und anderen längst auch für die Deutsche Evangelische Allianz und den Gnadauer Gemeinschaftsverband. Das ist hochdramatisch, die Entwicklung der letzten Jahre bis weit in den frömmsten Kern der Frommen und Superfrommen hinein zu erleben.
abgefallen, weithin abgefallene Christenheit. Kann man nicht mehr anders sagen. Wenn Sie sich heute gar nicht mehr überbieten können, Michael Diener und andere, sich für frühere biblische Äußerungen zur Homosexualität zu entschuldigen. Abgefallen, kann man nur sagen. Abgefallen. Da ist nicht mehr Kirche, Gemeinde Jesu. Wer falsche Lehre in der Gemeinde duldet, hat das scharfe Ich habe wider dich des auferstandenen Herrn zu hören. Denken wir an die Sendschreiben, Offenbarung 2. Und beachten wir dabei auch die scharfen Gerichtsandrohungen, die der erhöhte Herr diesen Gemeinden zuruft für den Fall, dass sie nicht Buße tun. Lesen wir dazu mal Offenbarung 2. Die falsche Lehre darf in der Gemeinde Jesu keinen Raum haben. Die Lüge darf nicht gleichberechtigt neben die Wahrheit treten. Vielleicht fragt ihr euch, warum predigt der Jakob eigentlich einen ganzen Sonntag darüber? Ist doch eigentlich selbstverständlich. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass es für uns selbstverständlich ist. Leider ist es in der gegenwärtigen Zeit vielerorts nicht mehr selbstverständlich. Deshalb muss es auch mal so in aller Klarheit gesagt werden. Auch das Selbstverständliche noch mal in aller Deutlichkeit einbetoniert werden. In einer Institution, in der sich die Macht- und Mehrheitsverhältnisse so verändert haben, dass die falsche Lehre nicht mehr zurückgewiesen werden kann, kann Gemeinde Jesu nicht bleiben. Denn Kirche nach dem Neuen Testament ist dort, wo Christus der Herr ist und nur dort. Das gilt ganz gleich, ob es sich um Landeskirche oder freie Gemeinde oder landeskirchliche Gemeinschaft oder Hauskreis oder was auch immer handelt. Wir haben gesehen, ich hoffe, dass es deutlich genug geworden ist, das ist auch ganz klare neutestamentliche Norm, ganz klare Praxis des Apostels Paulus. Schenke der Herr auch in diesen Tagen Weisheit, Mut und Kraft, gerade denjenigen, die in solchen Entscheidungen und Herausforderungen stehen, zu klaren Entscheidungen. Amen.